Wow! Wow, was ist denn jetzt gerade Verrücktes passiert? Wahrscheinlich etwas, was jedem von uns schon mal passiert ist und was mit dem Thema Gleichlauf und Gegenlauf zu tun hat. Oh, das nervt, das hatte ich mal in der Berufsschule, denkt sich vielleicht der ein oder andere. Wir hatten das Thema Zeit tatsächlich in diesem Video gerade schon etwas angesprochen. Daraufhin kamen viele Mails, die gesagt haben, erklär es nochmal, sodass jeder es versteht. Genau das machen wir jetzt, denn Gleichlauf und Gegenlauf ist ziemlich schwer manchmal. Wichtig erstmal, was ist überhaupt was? Ich zeige euch jetzt zwei Varianten, hier die Kante zu fräsen. Ihr könnt ja dann mal raten, was ist. A und B, wir suchen Gegenlauf und Gleichlauf. Also, wir fangen an. Und die große Frage ist, was war was? Wir haben jetzt einmal im Gegen- und einmal im Gleichlauf gefräst. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir einmal gegen die Drehrichtung des Fräsers gefräst haben und einmal mit. Das Ganze habt ihr am Eingang schon gesehen. Wenn ich im Gleichlauf fräse, dann greift der Fräser und gewinnt ein gewisses Momentum und die Fräse fährt schneller los, weil der Fräser greift. Das heißt, die zweite Fräsung, also Fräsung B, haben wir im Gleichlauf gemacht. Im Gegenlauf arbeiten wir gegen die Drehrichtung des Fräsers. Das heißt, wir schieben sozusagen gegen die Kraft des Fräsers. Das war Fräsung A. Ganz wichtig ist in der Regel, wir sprechen jetzt erstmal über handgeführte Oberfräsen, fräsen wir immer im Gegenlauf. Warum? Das habe ich gerade schon gesagt. Im Gleichlauf ist es viel schwieriger, die Fräse zu kontrollieren. Das heißt, sie neigt dazu, dass sie schnell losfährt. Und das ist gar nicht mal ganz so gut. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo wir im Gleichlauf fräsen, aber dazu kommen wir ganz am Ende. Und nochmal wichtig, bevor es jetzt zu Verwirrung führt, wir reden über handgeführte Oberfräsen. An einer Tischfräse wird niemals im Gleichlauf gefräst. Jetzt ist die große Frage ja nicht, was ist Gleichlauf und was ist Gegenlauf, das habe ich euch ja gerade erklärt, sondern wie merke ich mir eigentlich, wo ich was anwende? Denn das kann sehr komplex sein und dafür brauchen wir eine schön große Platte zum Anzeichnen. Ha! Reingelegt. Das untere Brett ist nur für den Kontrast. Also, wir gehen davon aus, dass wir an diesem Brett die Kanten fräsen wollen. Das gleiche Beispiel hatten wir das letzte Mal auch schon, aber es haben ein paar wichtige Punkte gefehlt. Zuallererst, das hier ist jetzt unser wunderbarer, runder Fräser. Und die erste Frage ist, in welche Richtung dreht der Fräser? Und das kann man sich ganz gut merken, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Der Fräser dreht in diese Richtung, das heißt im Uhrzeigersinn. Wenn wir jetzt im Gegenlauf fräsen wollen, müssen wir in diese Richtung schieben, weil der Fräser ansonsten wie ein Reifen in diese Richtung losfahren würde. Das heißt, wenn wir diese rechte Kante fräsen wollen, dann fräsen wir von unten nach oben. Wenn wir uns das Ganze jetzt im größeren Kontext angucken, können wir merken, dass wir dann oben von rechts nach links, auf der linken Seite von oben nach unten und hier von links nach rechts fräsen. Das heißt, bei einem normalen Stück Holz wie diesem hier, wo wir alle vier Seiten fräsen wollen, fräsen wir einfach gegen den Uhrzeigersinn, also andersrum als die Drehrichtung. Was wir uns letztes Mal angeguckt haben und eben gerade auch, sind die Außenseiten. Ganz oft, wenn wir uns das jetzt als Bilderrahmen vorstellen, müssen wir aber auch die Innenseiten fräsen. Das Blöde ist, da ist alles sozusagen einmal andersrum. Das ist eigentlich auch ganz logisch. Wir haben jetzt hier wieder unseren Fräser und die Drehrichtung ist immer noch die gleiche. Problematisch ist nur, das ist jetzt zwar immer noch das obere Stück, wir fräsen aber so gesehen eine Unterkante, also so wie diese hier. Wir müssen also auch hier wieder von links nach rechts fräsen, also in diese Richtung. Und wir müssen dann hier, weil das sozusagen die Außenkante dazu ist, nach unten fräsen. Was das ergibt ist, dass sozusagen alles einmal gedreht ist. Außen fräsen wir gegen den Uhrzeigersinn. Wenn wir eine Innenkante fräsen, fräsen wir mit dem Uhrzeigersinn, weil sozusagen alles einmal gespiegelt ist. Wie verdammt nochmal kann ich mir das merken? Gibt's da keinen Trick? Beim letzten Mal hatte ich euch schon einen Tipp gegeben, wie ihr euch merken könnt, in welche Richtung der Fräser dreht, wenn wir die Fräse so nutzen, wie sie gedacht ist, handgeführt. Der Fräser ist mein Daumen und guckt nach unten. Und wenn wir die Hand so schließen, sehen wir, er dreht im Uhrzeigersinn. Wichtig, das gilt wie gesagt, wenn wir die Fräse so halten. Wenn wir sie in einer Tischfräse benutzen wollen würden, ist der Fräser nicht mehr unten, sondern oben und die Hand schließt sich in die andere Richtung. Aber Tischfräse ist ein anderes Thema.
Ein weiterer sehr guter Tipp, den wir damals im BG-Kurs gelernt haben, ist, wenn ich wissen möchte, in welche Richtung ich fräse, dann mache ich mit der rechten Hand ein L, das nicht für Liebe steht, sondern uns anzeigt, wohin wir fräsen. Der Daumen ist unser Anzeigefinger, an welcher Kante wir fräsen wollen, und peng, die Pistole zeigt, wohin es geht. Also rechts an den Rand sehen wir, mein Zeigefinger zeigt nach oben, genau in die Richtung, in die wir fräsen wollen. Wenn ich es oben anlege, peng, wieder in die richtige Richtung. Und jetzt der Clou, wenn ich jetzt diese Gun hier innen anlege, wow, dann zeigt es auch in die richtige Richtung, und auch außen passt es natürlich, denn das macht Sinn. Also merkt euch das, mit der rechten Hand könnt ihr das mit diesem Symbol sehr, sehr einfach überprüfen, in welche Richtung ihr fräst. Mit der linken Hand geht es nicht, das wäre dann ja wieder genau spiegelverkehrt, also rechte Hand. Nochmal. Alles, ich kann es nicht oft genug sagen, weil die Mails, die kamen, waren sehr verwirrend. Es gilt alles für eine handgeführte Fräse. Denn das ganze Thema Gegen- und Gleichlauf macht eigentlich nur hier Sinn. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo wir im Gleichlauf fräsen. Das gibt es an der Tischfräse nicht. Gibt es nicht. Warum? Weil das Ganze sonst wegfliegt. Hier kann nicht viel wegfliegen. Das Einzige, was passieren kann, ist das, was eingangs passiert. Die Fräse will los. Auch das ist gefährlich, dazu kommen wir noch, aber wir haben die Fräse in der Hand. Das heißt, wir haben mehr Kontrolle als bei einer Tischfräse. Jetzt die Frage, wann macht denn der Gleichlauf überhaupt Sinn? In der Regel haben wir im Gegenlauf deutlich mehr Kontrolle, weil die Fräse nicht auf einmal losfahren will, sondern wir sie ganz gezielt führen. Und wir sehen hier auch am oberen Stück, was wir im Gegenlauf gefräst haben, die Oberfläche ist eigentlich sehr, sehr gut. Hier, wo wir im Gleichlauf gefräst haben, wo die Fräse also etwas schneller geworden ist, sehen wir, dass wir tatsächlich hier relativ viele Fasern haben stehen lassen. Das bedeutet, das Fräsergebnis ist nicht mal besser. Das heißt, wir sehen hier ganz deutlich, Gegenlauf ist in der Regel immer das Richtige. Es gibt ein paar Ausnahmen. Eine davon wäre zum Beispiel eine solche Ecke. Ich glaube, jeder kennt das, wenn wir an einer solchen Ecke sozusagen eine Kante oder eine große Faser fräsen, neigt es manchmal dazu, dass das Holz hier ausreißt. Was wir also machen können, ist, dass wir die Ecke nicht ganz normal abfahren, sondern ganz langsam beide Ecke im Gleichlauf fräsen. Das ist eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo ich das auch nutze und das mit euch auch ganz offen teile. Wichtig, richtig wäre aber eigentlich hier auch im Gegenlauf zu fräsen. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, was sehr theoretisch ist, aber auch das zeige ich euch noch. Ja, jetzt. Ein weiteres theoretisches Beispiel, wo wir im Gleichlauf arbeiten könnten, ist eine solche Stelle wie hier, wo wir einfach eine ganz verrückte Maserung haben. Da kann es sein, dass wir teilweise im Gegenlauf einfach an manchen Stellen zu krassen Ausriss haben. Was würde ich dann machen? Das Ganze im Gleichlauf fräsen? Nein, ich habe ja schon gesagt, Gegenlauf ist immer richtig. Also, was ich also machen würde, wenn ich bei einem solchen wilden Stück eine große Phase fräsen will. Ich fräse erstmal ungefähr 3/4 bis fast komplett das Material weg, was ich machen will, im Gegenlauf. Habe dann etwas Ausriss, justiere die Tiefe etwas nach, fräse also nochmal etwas ganz, ganz bisschen weg und fräse dann im Gleichlauf wirklich nur ein ganz bisschen Material weg. Denn dann ist es in der Regel halbwegs kontrollierbar. Trotzdem, und das ist das, was ich glaube ich 100-mal in diesem Video gesagt habe, aber es waren halt viele Fragen dazu noch. Gegenlauf ist im Prinzip erstmal immer richtig. Merkt euch also, mit dem Daumen könnt ihr euch merken, wie der Fräser dreht, und mit dem Daumen und dem Zeigefinger könnt ihr euch merken, in welche Richtung ihr fräsen müsst. Bei der Tischfräse ist alles andersrum, aber ich glaube, das wisst ihr eigentlich. Bei der Tischfräse gibt es einen einfachen Trick. Auf den meisten Fräsplatten ist ein Pfeil. Der zeigt euch meistens an, wie ihr arbeiten sollt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Smasht ein Abo rein und nutzt dieses Mal das geheime Codewort Affenzahn, damit ich weiß, dass ihr das Video bis zum Ende geguckt habt, und stellt mir gerne eure Frage mit dem Hashtag Affenzahn unten in den Kommentaren zum Thema Fräsen, denn das wollen wir mehr beleuchten, weil es Spaß macht, wenn man es richtig macht. Also bis zum nächsten Mal. Dieses Stück ist wunderschön, schmeckt aber nicht. Tschüss.